uns intensiv mit TTIP beschäftigt und immer wieder kommt die Diskussion auf, naja, es gibt ja nicht nur TTIP, es gibt auch TISA und es gibt CETA und es gibt ja in Wirklichkeit noch viele andere Verhandlungen, die parallel dazu laufen. Das alles ist auch nicht neu, wenn man die letzten Jahre sich betrachtet, aber es war halt eben nicht politisch in der öffentlichen Debatte so stark vertreten, wie wir das momentan haben, und deswegen sind wir auch hier, um über andere Abkommen hier zu berichten und dann auch zu überlegen, wie wir das in unsere politische Arbeit mit reinbringen. Also insgesamt kann man sagen, schon während des Zweiten Weltkrieges gab es ja Auseinandersetzungen, Debatten, wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Weltwirtschaft organisiert werden sollte. Viele haben gesagt, diese Situation vor dem Zweiten Weltkrieg, dort hat es sehr viel protektionistische Maßnahmen auch gegeben, wäre mit ein Grund dafür gewesen, dass es auch zu diesem Zweiten Weltkrieg kam. Es war dann in Planung eigentlich eine internationale Handelsorganisation. Die Verhandlungen waren auch eigentlich schon abgeschlossen. Die sind 1947 abgeschlossen gewesen. Und das wäre eine Handelsorganisation gewesen, die sowohl natürlich die typischen handelsspezifischen Themen behandelt, wie wir sie jetzt auch haben zum Teil, aber darüber hinaus Bereiche drin gewesen wären, wie soziale Fragen, Umweltfragen. Und diese Agenda hat dazu geführt, dass halt eben nicht alle sehr glücklich waren über diese Konstellation. Und in den USA ist dann dieser Vertrag auch abgelehnt worden. Es kam dann nicht zu dieser internationalen Handelsorganisation, sondern was davon übrig blieb, war dann das GATT gewesen. Das ist praktisch ein Abkommen, was mit typischen traditionellen Handelsbereichen halt eben sich auseinandergesetzt hat. Was in diesem Zusammenhang dann auch natürlich entstanden ist, ist der Internationale Währungsfonds und die Weltbank. Das sind zwei Bereiche, die aus diesem Diskussionsprozess auch entstanden sind. Und nachdem praktisch das GATT auf den Weg gebracht worden ist, gab es dann immer wieder Auseinandersetzungen, dass man natürlich jetzt viele Bereiche des Handels noch nicht geregelt hat. Und deswegen wurde praktisch 1986 die Uruguay-Runde auf den Weg gebracht. Das ist die Verhandlungsrunde, die dann umfassender Handel halt eben definiert hat und die zur Gründung der WTO 1994 geführt hat und die ab 1.1.1995 praktisch dann in Kraft getreten ist. Aber auch selbst bei dieser Verhandlungsrunde, bei dem Ergebnis der WTO, sind viele Dinge nicht umgesetzt worden, die sehr stark von großen Konzernen, von Lobbyorganisationen halt eben auch auf der Agenda waren. Deswegen gab es auch sehr schnell, nachdem die WTO gegründet worden ist, halt eben neue Versuche, halt eben zusätzliche Themen auf die Agenda zu setzen. Und dieser Prozess hat dann zur Doha-Runde geführt. Dort sollte praktisch viele Bereiche halt eben noch weiter liberalisiert werden, gerade auch im Bereich von Dienstleistungen, von Investitionsbereichen, von öffentlichem Beschaffungswesen. Viele Themen, die wir jetzt bei den bestehenden, anstehenden Handelsverträgen immer wieder halt eben als Thema haben. Aber dieser Verhandlungsprozess ist ja, die Doha-Verhandlungsrunde ist in Stocken gekommen. Das hat dazu geführt, dass weltweit halt eben und gerade auch in Europa man dazu übergegangen ist, halt eben bilaterale Verhandlungsprozesse auf den Weg zu bringen. Es gab in Europa eine Diskussion um eine Global Europe Strategie, die ist 2006 verabschiedet worden. Und es wurden sehr stark halt eben bilaterale Verträge in Angriff genommen. Es gab dann auch eine Diskussion und eine Verabschiedung einer Rohstoffstrategie, wo ganz spezielle Handelsverträge mit anderen Ländern geschlossen wurden und auch geschlossen werden, wo es speziell um Ressourcensicherung, um Rohstoffe und solche Fragen geht. Also da hat es viele Diskussionen, viele Prozesse gegeben, wo Verhandlungen angegangen sind.
die eigentlich halt eben in der WTO, in dem WTO-Prozess halt eben nicht halt eben weiter verhandelt worden sind, weil dort eine Blockade geherrscht hat. Und durch wen? Also bei der Doha-Runde ist es ja so, dass es da sehr, also auf der einen Seite von den Industrienationen, also jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt, von den Industrienationen halt eben sehr stark Wert gelegt wird, dass halt eben im Bereich Investition, öffentliches Beschaffungswesen, im Bereich Patentrecht und solchen Fragen halt eben weitere Regelungen geschaffen werden und vor allem die Schwellenländer und vor allem die sogenannten Entwicklungsländer stehen auf der anderen Seite da und sagen, sie wollen das in dieser Form nicht, aber sie sind dafür, dass sie halt, sie wollen vor allem, dass halt eben im Agrarbereich halt eben die Subventionierungen in dieser Form, wie sie in den Industrieländern halt eben herrschen, abgebaut werden. Und dieser Widerspruch, der ist ganz, ganz wesentlich, auch jetzt bei diesen ganzen Verträgen, die da stehen. Viele dieser Verträge sind auch ein Versuch, praktisch diese Agenda der Industrienation anzugehen, durchzusetzen, aber auf die Belange der Entwicklungsländer halt eben in den Agrarbereich nicht einzugehen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass, weil es wird ja immer so dargestellt, die Doha-Runde würde scheitern, weil vor allem die Schwellen- und Entwicklungsländer nicht bereit sind, Kompromisse zu machen. Man muss aber auch sagen, es ist eher umgekehrt, dass ganz einfach die Industrienationen nicht bereit sind, halt eben auf die Entwicklungsländer in dem Agrarbereich zuzugehen. Das ist so die grobe Situation. Oder eine Voraussetzung, wieso es auch zu diesen verschiedenen Handelsverträgen kommt, wieso die praktisch jetzt auf der Agenda stehen. Ich denke, wir werden heute halt eben genug Gelegenheit haben, das dann nochmal halt eben zu reflektieren, was da die Hintergründe sind. Und ich würde sagen, wir können jetzt dann auch zu den nächsten Punkten ganz einfach übergehen.